Herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, heute an diesem besonderen Tag zum Jahreswechsel. Als erstes wünsche ich euch allen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr und ich wünsche euch allen und mir auch fürs nächste Jahr, dass es besser wird und dass es nicht mehr ja, ganz so turbulent ist wie dieses Jahr. Hoffen wir einfach das Beste, dass wir auch alle gesund bleiben. Ich denke, das ist das Wichtigste von allem und dass wir ganz, ganz viele schöne Momente haben im nächsten Jahr, viel Freude, Glück verspüren dürfen. Das wünsche ich uns allen. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir fangen gleich an, weil wir haben ein bisschen was vor heute. Und zwar brauchen wir heute, ich habe es mir schon mal ein bisschen hier auch hergelegt auf die Seite. Also fangen wir erstmal an mit ein paar Basics. Wir brauchen einmal das Memento Schwarz, Tuxedo Black, Kirschblüte. Dann brauchen wir einen Prägefolder. Und zwar ist das der, wie heißt denn der nochmal ganz genau? Wartet mal, ich sag's euch gleich. Ich habe den schon so lange und schon so lange nicht mehr benutzt. Jetzt sehe ich den, den gibt es sogar gar nicht mehr im Katalog. Also dann ist es eigentlich uninteressant. Ihr braucht einen Prägefolder. Vielleicht habt ihr den auch daheim. Und da habe ich mir schon geprägt ein Stückchen flüsterweiße, also weißen Farbkarton. Das hat die Maße 10,5 x 7 cm. Das habe ich mir schon geprägt. Dann brauchen wir einmal den Blenderpen. Und dann habe ich noch hier ein Stempelkissen, also ein Stempelset. Das ist ein Planerset von Kaisercraft. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Das ist nicht von Stemming Up, aber das brauchen wir auch auf jeden Fall. Also, oder vielleicht habt ihr auch ein Alphabet, dann könnt ihr es auch mit einem Alphabet machen. Oder vielleicht habt ihr ja auch von einer anderen Firma noch so ein, oder vielleicht sogar den gleichen. Das ist vom Planerbereich. Genau, dann habe ich hier so einen Mini-Kalender fürs neue Jahr. Da brauchen wir einen. Und dann brauchen wir schwarzen Farbkarton. Und zwar haben wir hier einmal, das hat einmal die Maße 12,5 x 11 cm und gefalzt an der langen Seite bei 5 cm. Und dann brauchen wir noch mal ein Stückchen schwarzen Farbkarton. Und zwar hat das die Maße 23 cm mal 20 cm, an der kurzen Seite gefalzt bei 5 cm und an der langen Seite gefalzt bei 1 cm, bei 6 cm, bei 17 cm und bei 22 cm. Das brauchen wir. Und dann lege ich das mal kurz auf das, obwohl das kann man noch kurz machen. Und zwar brauchen wir 12-mal Farbkarton in Weiß. Das hat die Maße einmal 10 cm mal 14 cm. Und dann brauchen wir noch 12-mal in Kirschblüte Farbkarton. Das hat die Maße 10,5 mal 14,5. Das brauchen wir zurück. Die einen oder anderen können sich vielleicht schon denken, auf was es hinausläuft. Genau, und zwar läuft es auf einen Geburtstagskalender hinaus. Ich habe mir gedacht, fürs neue Jahr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es als schwer, alle Geburtstage im Kopf zu behalten und den Überblick zu behalten, wer Geburtstag hat. Und bei mir kommt es leider auch ab und zu mal vor, dass ich einen Geburtstag vergesse. Und ja, das möchte ich für mich nächstes Jahr ein bisschen minimieren. Beziehungsweise am besten gar nicht, dass es gar nicht passiert. Man hat ja natürlich immer mal auch mal vielleicht ein bisschen Stress oder so, dass es auch mal passieren kann, dass man überhaupt gar nicht dazu kommt, was zu basteln.
Aber auf jeden Fall benutze ich dieses Papier. Einmal benutzen wir dieses Papier. Da werden wir uns wahrscheinlich ein so ein Bouquet ausschneiden zum Dekorieren. Und zwar ist das aus dem neuen Mini-Katalog, wie ihr euch denken könnt. Und zwar heißt das Wahre Liebe, Designer Papier Wahre Liebe. Aber ich schreibe euch natürlich unten wieder alle Artikel auf, dann könnt ihr da nochmal nachlesen. Und dann möchte ich einmal dieses Papier nehmen. Das sieht auf der Rückseite so aus. Ich habe euch alles schon gezeigt in meinem Haul, als ich meinem Sneak Peek, das verlinke ich euch hier oben unter dem i. Da könnt ihr gerne euch das auch nochmal anschauen. Da zeige ich alles ganz, ganz genau. So, ja, und hier so eins haben wir gesagt, braucht man. Dann können wir das wieder zurück machen. Ich habe meine Designerpapiere, bewahre ich alles in so LP-Hüllen. Das ist für mich am besten. Da kann ich dann auch immer meine Reste mit dazulegen, wenn ich dann Reste habe. Aber ihr habt gesehen, ich habe es noch gar nicht benutzt. Das machen wir jetzt, das ändern wir jetzt. Und zwar fangen wir aber als erstes an mit unserem Farbkarton. Und zwar brauche ich da eine Schere. Wir nehmen einmal, das hier brauchen wir gar nicht groß bearbeiten. Wir nehmen einmal hier unsere Schere, schneiden einmal hier rein. Und dann schneiden wir. Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, ich glaube, ich habe, bevor ich jetzt was falsch mache. Genau, und zwar schneiden wir hier ungefähr so einen Zentimeter bis zur Falz, also ein Stück von Zentimeter ungefähr, schneiden wir weg. So, und hier schneiden wir ganz rein, dass quasi hier unten auch noch mal eine Klebelasche entsteht. So. Und das gleiche machen wir hier auch wieder. So einen Zentimeter ungefähr einschneiden auf der anderen Seite und dann hier zack. Da schräge ich mir das ein bisschen an, dann ist es auch gleich ersichtlich. Das habe ich hier noch nicht gemacht. Schneide ich mir auch so ein kleines Eckchen raus. Na, so. Und dann haben wir einmal das hier. Hier oben können wir uns einmal anschrägen. Beziehungsweise da schneiden wir uns eh was weg. Braucht man eigentlich gar nicht anschrägen. So, genau. Jetzt muss ich mal kurz meinen Papierkorb auf die andere Seite stellen, damit ich das immer runterfegen kann vom Tisch. Sozusagen. So, rein damit. Und zwar machen wir uns jetzt eine Markierung. Jetzt nehmen wir uns ein Lineal her und einen Bleistift. Und dann machen wir uns eine Markierung. Von hier unten bis hier hoch 7,5 cm. Und das machen wir auf der anderen Seite auch wieder von hier hoch. 7,5 cm. Zack. So, jetzt nehme ich mir einmal mein Schneidebrett. Das habe ich natürlich ganz da hinten. So. Jetzt legen wir uns. Hier ist ja diese Falz. Also hier ist diese Falz bei. Und da lege ich mir hier oben in die Rille und dann lege ich mir, das ist natürlich hier ein bisschen, wir machen das vielleicht so, dann sieht man das besser. Wir schneiden uns das ein und schneiden hier das Stück hier erstmal weg. Und dann lege ich mir das an, einmal hier von der Schnittlinie bis hier runter. So, und dann können wir uns das Stückchen hier runterschneiden. Genau, so. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch.
schräg mir das erstmal so ein bisschen an. Es gibt dann eine Klebelasche und dann schneide ich das hier. So. Und dann legen wir uns das wieder an, hier von ein, am besten so rum vielleicht, das ist praktischer. Hier von der Falzlinie, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier oben ist die Falzlinie, drehe ich mir das so hin. So. Ich mache es mal andersrum, so fällt es mir leicht. Genau, ich habe es gerade umgedreht, das Papier. So. Ihr könnt aber natürlich euch das auch einzeichnen und dann könntet ihr auch das einfach mit mit der Schere abschneiden. So, das Schneidebrett kommt erstmal weg, das brauchen wir später wieder. Und dann falzen wir uns die Falzlinien einmal nach. Noch mal Falzbeine rausholen. So. So. Dann hier einmal noch alles schön nachfalzen. Und dann brauchen wir das hier. Das falzen wir uns auch einmal nach an der 5 cm Falzlinie. So. Jetzt wollen wir aber erstmal alles bekleben. Und zwar hier drauf kommt einmal das hier. Das hier kommt hier drauf. Dann nehme ich mir ein bisschen Flüssigkleber. Was ist los heute mit dir? Oh, ich habe heute Nacht, ich bin zu spät erst eingeschlafen. Ging es euch auch so? Heute Nacht war ja Vollmond. Und oh, ich konnte echt nicht einschlafen. Es war so hell. Ich glaube, ich bin erst um 3 eingeschlafen heute Nacht. Das vor Silvester. Ah ja, geht schon. Dann vielleicht mal noch ein kleines Mittagsschläfchen, obwohl ich eigentlich nicht so der Typ für Mittagsschläfchen bin. Oh, nein. Wenn euch sowas passiert, dann braucht ihr einen Radiergummi. Das ist der Vorteil bei dem Tombow. Da der nicht trocken abtrocknet, kann man das wieder wegradieren. Es gibt auch extra so Kleberadierer, aber ihr habt gesehen, es geht auch mit dem. Genau, so. Und dann möchte ich mir hier auf die Kante noch das CSP machen. Das ist 5 cm. Dann schneiden wir uns aus dem DSP, mit den Streifen, einen Streifen runter von, das ist ja 12 Inch lang, und zwar von 4,5 cm. Und dann drehen wir uns das um und schneiden das bei 14,5. Und da schneiden wir auch nochmal nach 14,5. Machen wir mal hier zu. So, das nehmen wir mit. Und zwar möchte ich mir das hier oben drauf kleben. Jetzt ist natürlich so, dass das hier natürlich drüber steht. Lege ich mir das so an, dass rechts und links ungefähr der gleiche Abstand ist, so als wenn ich es aufkleben würde.
Bin ich überhaupt im Bild? Ja, gell. So, und dann mache ich mir eine Markierung. Ungefähr auch, dass es hier so ein kleiner Abstand ist. Auch hier und hier ebenfalls. Und dann kann ich mir das nachher gleich einlegen wieder in die Maschine. Die Schneidemaschine. Und hier genau das gleiche auch wieder. So. Und dann legen wir uns das. Jetzt muss ich mir das so ein bisschen besser markieren. Zur Not kann man es noch wegradieren, wenn man es sieht. So. Wieder hier, von Kante, von Markierung zu Markierung zu Markierung. So. Und dann haben wir das schon. Und das gleiche machen wir hier auch. Hier unten ist die Markierung. Das müssen wir auch nochmal. Weil das auf dem Schwarz ist, sieht man das so schlecht. Hier sieht man es, weil es hier ein bisschen auf dem Weiß ist. Also. Müsste es passen. Hoffentlich. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Seht ihr das? Ach, ich habe es nach innen angelegt. Ihr müsst es natürlich nach außen anlegen. Wisst ihr was? Jetzt nehmen wir einfach die Rückseite. Jetzt nehmen wir einmal so und einmal so das. Nee, das machen wir nicht. Ich schneide noch mal eins zurecht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, jetzt haben wir es geschafft. Und zwar klebe ich mir das jetzt einmal auf. Ich habe mich jetzt doch entschieden, dass für das Florales hat mir, als ich es angelegt habe, doch besser gefallen tatsächlich als das. Oh mein Kleber. Mich echt ein bisschen fertig. Jetzt. So. Ihr seht, ich bin heute irgendwie, also ich bin irgendwie noch nicht so richtig auf dem Damm. Kann mal einen Schluck Kaffee trinken, haben wir hier mein Käffchen wieder. Irgendwie. Ich wollte jetzt aber auch nicht liegen bleiben, weil ich ja das Video für euch noch machen wollte. Und dann habe ich noch ein paar Sachen zu erledigen heute Morgen. So, mal ganz kurz einkaufen gehen, aber ich brauche nicht viel, also ein paar Kleinigkeiten. Das wollte ich heute noch ganz kurz machen. Und ja, und dann will man natürlich den Abend dann auch schön genießen. Gestern habe ich noch ein paar Silvestergoodies gebastelt. Ich habe jetzt aber gar nicht hier stehen, dass ich es euch zeigen könnte. Vielleicht hole ich sie nachher kurz und zeige sie euch noch. So. Genau. Und jetzt machen wir uns hier auf die äußeren Laschen, doppelseitiges Klebeband drauf. Einmal. So. Fertig.
festdrücken. So. Doch, wir ziehen uns das gleich ab. Alles, was so ein bisschen drüber guckt, hier gerade am Anfang her, das knicke ich ein. Einmal so eindrücken, fertig. So, und dann nehmen wir uns als erstes hier und setzen das hier an. Das gleiche machen wir hier auch. So. Und jetzt nehmen wir uns einmal da diesen Sheet hier. Und dann machen wir uns auch einmal hier vorne, einmal hier hinten Streifen. Das müsste reichen. Und als erstes setzen wir uns das dann hier nach innen rein. So, ruppeln das schön fest, zack, und dann machen wir uns das hier vorne so drauf. So, genau, oho. Schon haben wir so eine kleine Box und jetzt kommen wir zu der Fleißarbeit. Und zwar kleben wir uns jetzt die Layer hier oben drauf. Genau, so. Und das machen wir jetzt mit allen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt alle aufgeklebt, alle 12. Und dann nehmen wir uns einmal das Stempelset her. Mal gucken, ob der passt. Ja. Und dann nehme ich mir einmal den Stempelblock Nummer G. Und dann fange ich an, mir das hier aufzustempeln. Und dazu nehme ich mir einmal das Memento. Und lege meine Karte so her. Und setze mir das ungefähr so. Drauf. Und das mache ich jetzt mit allen Monaten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir dann alles abgestempelt jeden Monat. Dezember, November, Oktober, September, August, Juli, Juni, Mai, April, März, Februar, Januar. Die kommen dann hier rein. Genau. Und dann möchten wir natürlich außen noch ein bisschen das schön machen. Beziehungsweise jetzt kommt unser kleiner Kalender links. Und da habe ich mir überlegt, ich habe noch hier ein Stückchen restlichen Farbkarton, schon schwarz. Ich klebe mir den, dass das sich so ein bisschen absetzt. Ich klebe mir den hier hinten einmal drauf. Woher ich diese Mini-Kalender habe, da setze ich euch auch einen Link unten in die Infobox rein. Gibt es immer im 10er-Pack. Habt ihr hier so ein Paket und dann könnt ihr euch das gerade so abtrennen. So. Und dann schneide ich hier so mit einem kleinen Abstand einmal ab. Und hier genauso. Es
erzählt gerade, den Rollladen von unseren Nachbarn. Die haben einen elektrischen, wir haben einen zum Kurbeln. Und heute Morgen, als ich in mein Bastelzimmer komme, weil ich habe gestern Abend noch, saß noch im Zimmer und habe noch das Festergutis gemacht. Und dann höre ich, und dann wollte ich heute Morgen den Rollladen hochziehen und dann ging der nicht hoch. Und ich so, oh nee, oder? Was ist jetzt kaputt? Aber der war so festgefroren, weil es heute Nacht so kalt war. Genau. Da habe ich echt einen Schock gekriegt. Und zwar, ich denke, wir nehmen uns so ein Zweierbouquet. Jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwo eins erwische, dass ich nicht so viel Verschnitt habe hier. Und zwar nehmen wir dieses hier. Jetzt hätte ich fast reingeschnitten. So. Das einmal aus und dann schneide ich mir das einmal aus. Ich mache es mit einem kleinen weißen Rand. Jetzt habe ich natürlich nicht meine Ausschneidschere hier in der Hand, aber es geht. Es ist nicht so feine Sachen zum Ausschneiden, dann geht es, weil die nicht ganz so fein hier. Da habe ich mich so eine, die von Stamping Up, die Papierschere, die ist super zum Standteile auszuschneiden. So. Also, ich hoffe, ich bin überhaupt im Bild, ja. Beim Ausschneiden tendiere ich immer dazu, mir das direkt vor die Nase zu heben. Von daher verzeiht mir, wenn ich mich gerade nicht vor der Linse war. Haben wir es gleich geschafft. Einmal, zack. So. Müll kommt weg. Jetzt habe ich mir gedacht, wir machen das hier hierher. Erstmal kommt hier der Mini-Kalender. Jetzt überlege ich aber gerade, also ich will den hier, ich denke mal, ich mache den hier links unten in die Ecke. Und dann machen wir das hier so. So hier vielleicht, so unten drunter. Ich glaube, das kommt ganz gut und schön. Jetzt wollte ich den, das machen wir jetzt auch gleich noch, hier die, so ich nehme mein Stempelkissen, drücke mir das so ein bisschen runter. Das ist jetzt ein altes, geht aber mit den neuen auch. Und dann mache ich mir das hier einmal auf. Dann nehmen wir uns einmal den Blenderpen. Und dann streiche ich mir das hier so ein bisschen ein. Der hat so eine feuchte Flüssigkeit innen drin. Ganz leicht drüber. Und dann gehe ich mit der Farbe hier rein und male mir das so ein bisschen. Braucht gar nicht so satt sein. Also ich finde es schöner, wenn es so nur so Akzente hat quasi. Geht mit dem Blenderpen nicht ins Stempelkissen, das habe ich auch schon mal gemacht, damit macht ihr eure Stempelkissen. Also nicht hier so reinditschen, sondern nehmt es euch wirklich vom Deckel. Wenn es nicht gut reingeht zum Deckel, dann könnt ihr auch einfach das Stempelkissen auf den Stempelblock abstempeln und nehmt euch die Farbe dann vom Stempelblock runter, geht auch.
will mich hier auch gar nicht so lang aufhalten mit dem Kolorieren. So. Und das hier könnt ihr eigentlich auf einem Papier einfach dann ausstreichen, die Farbe. Und ihr seht, es wird schon hell und dann könnt ihr schon in die nächste Farbe. Jetzt überlege ich, ob ich die Blätter weiß lasse oder ob ich sie grün mache. Aber grün habe ich ja gar nicht drin, das würde, glaube ich, nicht passen. Vielleicht schneide ich die Blätter auch tatsächlich noch weg. Habe ich jetzt schon überlegt. Aber eigentlich sieht es auch schön aus, wenn die Blätter dran sind. Ne? Ich glaube, ich lasse sie dran. Ja. Dann kleben wir uns als erstes hier die Blüte auf. Und das mache ich tatsächlich, glaube ich, mit doppelseitigem Klebeband, weil das hier so geprägt ist. Das hebt wahrscheinlich besser dann. Jetzt muss ich nur gucken, die Blätter, die gucken hier so oben drauf, raus. Da werde ich keinen Kleber hinmachen. Da mache ich mir jetzt hier noch so ein paar Streifen hin. So. So, wunderbar, super. Und dann machen wir uns einmal hier noch. Hier mache ich, glaube ich, ein bisschen mehr hin. Denn hier ist ja immer Zug drauf, wenn man dann jeden Monat das runterreißt. Also den Monat wechselt. Genau. So. Und zwar habe ich mir auch überlegt, hier bei dem Jahreskalender, zeige ich euch gleich, wie ich es aufgeklebt habe. So, genau. Ich glaube, wir machen uns auch noch ein bisschen bling bling hin. Würde mir gut gefallen, wenn da jetzt so ein bisschen was Glitzerndes dabei wäre. So, und zwar habe ich hier so eins. Da mache ich mir hier eins. Und dann größeres. Man hätte auch hier diese so, aber ich glaube, obwohl da unten könnte man vielleicht auch noch eins hin machen. Dann, oh, komm, geht runter. Dann machen wir uns hier eins hin noch. So, wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir, also ich zum Beispiel, dass man weiß, wenn man in dem Monat Geburtstag hat, das kann man sich ja, wenn man es überträgt, dann direkt markieren. Und zwar könnte man jetzt zum Beispiel hier, nehmen wir das Kirschblüte noch her, ihr könnt es euch aber auch einkreisen mit einem Stift oder so. Und ich weiß zum Beispiel am 6. Januar, habe ich einen Geburtstag und dann kann ich mir das einkreisen. Und wenn ich dann den hier so an meinem Tisch stehen habe und dann weiß ich ganz genau, okay, hey, am 6. Januar ist ein Geburtstag und kann dann, seht ihr schon hier im Überblick. Und so kann ich mir zum Beispiel jeden Tag farblich kennzeichnen, wenn ich das möchte. Eigentlich wäre das unnötig gewesen, jetzt hier oben drauf, aber ja, fürs Video. Das reißt man ja wieder runter nach dem Januar. Genau, und wenn Januar dann vorbei ist, dann stecke ich es einfach hier so nach hinten. Und wir haben es jetzt extra ein bisschen breiter gemacht, weil dann kann man sich, wenn man vielleicht eins oder zwei oder drei Karten vielleicht schon mal vorgebastelt hat, natürlich kann man jetzt hier nicht Unmengen an Karten reinmachen, aber dann könnte ich mir zum Beispiel hier im Januar, darum habe ich das auch so angepasst,
hier schon mal die Karten reinstecken. Ja, dann weiß ich, okay, für Januar habe ich schon fertig gebastelt oder ich habe hier schon zwei Karten gebastelt. Ich würde euch empfehlen, auch nur pro Monat vielleicht nur die Karten dann da reinzustecken. Also so breit ist es jetzt auch wieder nicht, 5 cm. Aber genau, ja, das ist jetzt mein Beitrag für Silvester heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen lieben Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben natürlich. Da würde ich mich total freuen. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Silvester, auch wenn es vielleicht nicht so viel gefeiert wird. Und geknallt wird ja auch nicht. Bin mal gespannt, wie das wird heute Abend. Wenn wir dann um 12 Uhr, wenn es dann 12 Uhr ist, dann wird es sehr leise sein, gell? Kann man sich gar nicht vorstellen an Silvester, dass an Silvester kein Böller geht, oder? Ich bin jetzt nicht, wir selber knallen nicht, aber ich fand es immer schön anzuschauen. Aber da scheiden sich ja auch die Geister. Jeder hat da so ja, seine eigene Meinung dazu, würde ich sagen. Ihr Lieben, ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann wünsche ich euch heute einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.